Guten Tag. Guten Tag. Ja, also bis jetzt auf jeden Fall. Ja gut, es gibt schon einen Grund, warum der GTI so beliebt ist. Keine Ahnung, wie viel Millionen Mal er wahrscheinlich verkauft wurde. Vielleicht keine Millionen Mal, doch wahrscheinlich schon, oder? Man weiß es nicht, man aber oft nicht. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt keine Verkaufszahlen, aber ich kann es mir gut vorstellen. Und der Golf ist doch des deutschen Lieblings und sonst was. Ja, schon Wahnsinn. Also 7.3 ist jetzt das, was momentan der Zwischenstand ist. Wie gesagt, bei dem Untergrund, krasse Nummer. Ja, ihr seht es hier, es ist laub und nass und ja, eklig. Ja, ihr selber, also könnt ja hier auch nicht richtig rennen. Nee, und, ja? Und ich habe ja nicht mal eine Pferdestärke. Also das ist schon unfair. Mit 211 ist es schon in Ordnung. Ja, was ist wichtig? Ich finde die Vollledersportsitze. Dann ja. Sollten wir vielleicht nochmal reingucken. Mhm. Weil auch einfach von der Verarbeitung müssen sich da andere was abgucken. Die ja. Sehen halt einfach top aus. Der hat jetzt hier so ein. Das ist ja. Da hat mal einer ein bisschen geknittert und das war's aber auch. Ein bisschen faltig ist er, ja. Aber alleine, dass die Kopfstützen im Sitz quasi integriert sind. Also man kann die ja trotzdem hoch und runter fahren. Ja. Wenn man jetzt auch dort mal andere Hersteller nimmt, hat man dort in anderen Autos, die deutlich teurer und höher motorisiert sind, ja. Einen Sportsitz nennen sie es, weil er dann halt eine Wange hat. Ja, okay, hier haben wir wirklich Seiten halt, sowohl am Arsch wie auch am Rücken. Und der Sitz sieht auch noch zusätzlich ganz gut aus. Das kann man doch ganz cool verbinden. Ja. Und ich sag nur, Mercedes Art Deco Kunstleder. Sitze, die jeder Avantgarde hat, egal ob C-Klasse, E-Klasse oder sonst irgendwas, die sind alle kaputt. Ja, also die Sitze sind alle kaputt. Also an der Seitenwange unten hat man eigentlich immer die Risse. Ja, da gibt es eigentlich keinen ohne oder es wurde schon repariert. Dann sonst lass uns doch mal hinten reingucken, vielleicht passt du da ja hinten sogar rein. Ja, schauen wir mal. Also du sitzt jetzt recht weit hinten, aber mal gucken. Ja, nochmal, wie immer halt einfach, wenn ich hier. Sieht aber ganz gut aus. Ja, also. Ist okay. Nicht toll, aber okay. Nicht okay? Nicht okay, okay. Naja, ich würde hier ungern sitzen wollen, aber irgendwann ist dann auch mal gut, ne? Ja. Sonst filmen wir halt irgendwelche Kombis oder so und da passe ich dann ganz gut hinter. Ich glaube, dein Sitz ist sogar weiter hinten als meiner, aber ja, naja. Ja, ja. Also ich weiß auch nicht, ob ich immer so fahren würde. Vorne sitzt du einfach, aber... Ist okay. Ich sollte eigentlich nie hinten sitzen. Aber was wir aus eigener Erfahrung sagen können, wenn man die Rücksitzbank umklappt, dann hat man einen Kofferraum, der so groß ist, dass man ein halbes Büro bei IKEA einkaufen kann. Ja. Das haben wir schon erlebt. Haben wir selber machen. Nein, also das ist ein guter Kompromiss aus, ich habe einen Kofferraum und vier Sitzplätze und Platz. Und wie gesagt, wenn man umlegt, ist so ein Golf echt ein großes Auto sogar. Oh, ja. Und durch die Höhe einfach mega praktisch. Ja. Also da kannst du... Die Waschmaschine würde ich reinbekommen, ohne umzuklappen. Also das ist dann schon fast vielleicht, ja, wenn wir nicht übertreiben, aber ja. Und? Also dementsprechend Optik habt ihr ein bisschen. Mhm. Ich würde jetzt, weil er gerade läuft, einfach nochmal ein bisschen reintreten in den Koffer. Mach mal. Ja. Vielleicht hören wir ja was. Ja, so wird so, wie viel wird sein. Und er sieht gut aus. Vor allem wieder dank unserem Pornolicht, was wir hier haben. Oh ja. Irgendwie schaffen wir es immer, die Uhrzeit, ne? Aber die Zeit ist halt auch knapp. Ja. So, bereit? Jo! Ja. Ja, ist okay. Dürfte okay sein, aber jetzt natürlich auch unter Last kommt da nicht viel. Ohne Last meinst du, ja? Ja, genau. Und nicht unter Last. Genau. So. Ja, dementsprechend fahren wir einfach eine kleine Runde. Du, ich laufe. Moritz läuft, aber du hast ja auch Sonnenschein, also mecker nicht. Eben.
Sie wollen mitnehmen? Ja, sehr gerne. Also ist cool, ich hoffe, man hört es ein bisschen. Also hört sich wirklich ganz gut an für Siri, ich bin positiv überrascht. Aber dank unseres Freunds da hinten, der hier gerade den Rasen macht, ist das, glaube ich, klangtechnisch hier alles nicht so optimal mit einem... Ja. Jeder soll ja arbeiten, aber er sabotiert uns gerade etwas, auch wenn nicht mit Absicht. Er muss ja seinen Scheiß da machen. Nee, wir machen uns mal auf den Rückweg. Wir versuchen dann vielleicht nochmal ein, zwei 0-100s und dann gibt es noch ein Fazit und dann, war's das. So, on the way home. Fazit steht an. Ich habe ein paar Fragen an dich. Ja, okay, und ich versuche sie wahrheitsgemäß zu beantworten. Ich bitte drum. Niemals, ich lüge einfach. Wie gefällt dir das Auto? Ja, was haben wir denn überhaupt preislich dazustehen? Ich will wissen, wie dir das Auto gefällt. Ja, ich weiß. Aber niemand hat was vom Preis gesagt. Verbinde das aber immer damit. Nein, wie dir der Wagen gefällt, will ich wissen. Es geht doch um die Gelder. Nein. Okay, wie gefällt er mir? Ja, doch, ziemlich gut. Spaß. Aber deswegen wird er auch so häufig verkauft. Ja. Was ich hier immer echt noch so geil finde, ist, wenn man auch schon ein paar Neuwagen gefahren ist, dieses Schalten von dem DSG, wie schnell das geht vom Druck des Knopfes, bis er dann eben auch wirklich geschaltet hat, geht einfach schnell. Ja, beim Runterschalten wirklich sehr schnell, ne? Ja, ich mach wirklich sofort. Einfach nur so, guck. Oh, falscher Gang. Ja, man hört es jetzt halt auch nicht. Also. Ja, ist auch egal, das war auch einfach, da wollte er auch gar nicht hin in den Gang. Ah ja. Andere Geschichte. Nein, es gefällt mir wirklich gut. Okay, dann darfst du jetzt zum Preis kommen. Was kostet das Auto? Gerade deswegen auch. Wir reden über 12.000 Euro. Der Wagen kann ehrlich gesagt alles. Ja, das stimmt. Du hast Platz, du hast Kofferraum, du hast 211 PS, du hast Spaß. Und weil wir hatten ja gerade noch letztens das TT-Video. Das Auto hat Spaß und auch mehr Sound. Ja. Aber es bleibt ein Cabrio und damit kann ich jetzt auch nicht allzu viel anfangen einfach. Das, nö. Es beschränkt mich stark. Es schränkt mich ein. So, das sind die richtigen Worte. Okay, also Preis schon mal gut. Steuer brauchen wir nicht drüber reden, das ist halt ein Benziner, die kosten halt einfach nicht viel. Ja, Versicherung ist inzwischen da auch nicht mehr das Problem. Bei 12.000 Euro braucht wahrscheinlich auch nicht mehr jeder eine Vollkaske, also da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Verschleiß und Co., das VW-Konzern ist auch günstig. Alle Teile sind günstig zu kriegen, auch im Zubehör, das ist eigentlich immer sehr angenehm. Ja, du hast allerdings auch Verschleiß und Co. angesprochen. Darunter nehme ich unter anderem auch den Motor und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Weil der Motor hier doch dann teils oder zumindest Steuerkette ist. Es ist hier leider ein Problem. Ja. Moritz weiß auch, dass es beim 35er GTI nicht das Problem war, weil er da den Golf R Motor hatte, ne? Und da ganz alles wieder mit Riemen angetrieben wurde. Genau, aber beim normalen GTI ist leider Gottes eine Steuerkette verbaut, die mit den Kettenspannern in Kombination nicht gerade perfekt funktioniert. Das ist etwas schade. Aber wenn man einfach beim Starten immer mal hinhört und kein Rasseln hört, ist alles gut. Sobald man das Rasseln hört, vielleicht lieber mal über einen Kettenwechsel nachdenken, bevor man ganz, ganz viel Geld für den Motorschaden hinlegt. Ja. Das ist wirklich blöd. Und zweites Problem bei dem Motor, das haben sie dann erst ab Mitte 11, glaube ich, Mitte 2011 erst hingekriegt. Ölverbrauch ist leider auch ein großes Thema. Wie wir ja auch schon beim 1.8er TFSI A5 Sportback vorgestellt haben, ist auch das hier ein Problem. Ja, und leider Gottes hat VW dann das auch irgendwann mitbekommen und dann einfach mal gesagt, laut Bordbuch sind 1 Liter Ölverbrauch auf 1000 Kilometer vollkommen in Ordnung. Also statt zuzugeben, dass sie Probleme haben und das Ganze dann einfach irgendwie auszumerzen. Klar, haben sie irgendwann gemacht, aber für die Zeit bis dahin sagt man jetzt einfach, 1 Liter ist in Ordnung. Mhm. Das darf natürlich nicht sein, weil wenn wir jetzt über Long-Life-Intervalle reden, kann es ja nicht sein, dass ich auf dem Weg zu meinem Intervall mal kurz 30 Liter Öl nachkippen muss. Das ist natürlich eine Frechheit. Nee, dann muss man das halt auch wirklich als Kostenfaktor sehen. Nicht nur den Öl, sondern auch den Ölverbrauch. Ja. Ja, nee, und also warum haben wir denn dann aber so ein Auto? Man könnte ja denken, wir kennen die Probleme, aber wir kaufen ihn trotzdem. Wir haben einen neuen Motor hier bekommen. Und zwar in 2014 oder 2015. Ja. Dementsprechend sind diese Probleme dann behoben. Der hat hoffentlich gut passende Kolbenringe. Genau. Ja. Weil es ist dann eben gerade bei diesen überholten Motoren sind auch die Motorenbauer durchaus sich im Klaren, dass dieses Problem existiert und haben das schon ausgetauscht. Weil eigentlich ist es gar kein großes Problem.
Nein, die Motoren sind gut. Es ist die Motoren nur, sind sehr nur gut. Die Kolbenringe. Aber was vielleicht so ein bisschen Abhilfe schafft für die paar Leute, die so ein Ding vielleicht auch gerade schon haben und das Video sehen, geht weg von Long-Life-Intervallen. Das bringt überhaupt nichts, funktioniert einfach nicht und benutzt auch kein 5W30. Nehmt einfach etwas dickeres Öl und macht den Ölwechsel alle 15.000. Dann werdet ihr deutlich weniger Öl verbrauchen, als wenn ihr das extrem flüssige Öl fahrt. Da, und am besten noch ganz viel Kurzstrecke und Knallgas. Da braucht man sich dann ja auch nicht mehr wundern. Das ist nicht hilfreich. Vollkommen richtig. Ja. Gut. Also, ich bin zufrieden. Er fährt sich jetzt immer noch mehr als gut. Ich kenne deinen und deiner hatte dann, den hast du ja neu gekriegt. Ja. Ich würde jetzt gar nicht, also will deinem Auto nicht zu nahe treten, aber einen großen Unterschied. Nö, also merke ich hier nicht. Würde ich auch nicht sagen. Ja, meiner hatte vielleicht ein Mühe mehr Ausstattung, war ein bisschen neuer, aber das war's. Ja, genau. Ich rede auch nur vom Fahrgefühl. Ja. Und hier klappert genauso wenig. Das DSG schaltet genauso sauber. Die Leistung ist da, deiner hat auch natürlich mehr Leistung, aber wir reden halt über 110.000 Kilometer mehr, runter, die dieser Wagen gefahren ist. Na, ich glaube, was hat er, 140? Naja, ja, also zumindest ist er 80 mehr runter, hat er mehr 80 mehr runter als meiner am Ende. Ja. Das ist schon, dafür fast keinen Unterschied zu spüren, finde ich auch super. Kann man kaufen. Achtet nur ein bisschen auf die Motorengeschichte und wenn ihr doch so ein bisschen mehr ausgeben wollt, holt euch zur Not eine Edition 35. Es ist ja trotzdem alles gleich, abgesehen vom Motor. Der ist dann halt ein Ticken schneller und hat eben ja weder Kette noch Ölproblem. Das ist vielleicht ganz schön, ja. Hilft. Okay. Ja, dann viel Spaß euch weiterhin und freut euch aufs nächste Video. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns. Tschüss.